Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 4 hier auf dem Mond. Geht es jetzt ab in die sonderbare Mondpfad-Westenhöhle oder Mondpfad im Westen. Bin ich ja mal sehr gespannt, was wir jetzt hier finden werden. Ich mache die Karte mal wieder so nebenbei an, damit ich selber weiß, wo es lang geht. Da wartet schon eine Kiste auf uns. Goldapfel aus der Schatzkiste erhalten, doch der Feind hat auf der Lauer gelegen. Oh. Schade, schade. Aber es ist auch wieder interessant. Und das finde ich auch gut. Ich mach mal Eisra. Hier, kann ich gar nicht? Doch, kann ich. Oder? Beten wir mal. Angriff. Was ist mit Lydia? Einfach nur, weil sie schwach ist? Sie versteinert? Was ist los mit ihr? Mensch, der Cecil, der haut ja jetzt rein mit seinem coolen Excalibur. Aber Edge folgt da drauf. Ja, konter mal. Konter ruhig. Die sind wahrscheinlich ordentlich stark hier, aber wir sind ja auch nicht gerade schwach. Kann man so nicht mehr sagen. Ich benutze das Item gleich mal. Erhöht nämlich die maximale LP um 100, steht hier. Und wer kann es denn mal gebrauchen? Ich finde Lydia. Die stirbt immer total schnell. Und Rosa eigentlich auch. Aber ich nehme es mal für Lydia. So. Wunderbar. Und irgendwas stimmt sowieso noch nicht mit ihr. Warum? Warum? Was ist los mit ihr? Einfach nur, weil sie schlapp ist? Oder ist was anderes mit ihr? Alles okay? Nee, alles okay soweit mit Lydia. Da war nichts mehr. Schöne Musik. Das ist interessant hier auf dem Mond. Bin mal gespannt, was wir hier finden. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß es auch jetzt nicht durch Lösung oder so. Von daher bin ich sehr gespannt. Ja, für die Quabbel-Schwabbel-Dinger, da sollte man eher Magie benutzen. Aber das macht ja jetzt Lydia auch. Dann nehmen wir uns mal eher die hinteren vor. Die Dunkelgranaten. Jo, Eis war ganz gut. Feuer könnte man auch nochmal ausprobieren. Und überhaupt ein paar andere Zauber haben wir da auch noch im Petto. Die ich selten benutze, fällt mir auf. Aber man kommt auch so ganz gut klar. Nur bei so Bosskämpfen und so muss man sich dann ein bisschen besser vorbereiten. So, das Schwabbelfieh ist auch schon mal weg. Kannst wieder beten. Mach mal Feuerer, mal gucken, ob das hilft. Und ich stehle mal. Gucken, was es bei denen zu stehlen gibt. Diebstahl fehlgeschlagen, na gut. Dann Cecil, hau mal drauf. Dann ist der auch weg. Jetzt kommt noch das Quabbelfieh hier. Kannst du von dem noch was stehlen? Bevor er stirbt oder stirbt der jetzt schon? Nee, der stirbt schon. Okay. Ist ja auch gut. Ich denke, da kommen noch ein paar auf uns zu. Diese Höhlen kennt man ja schon. Da kann sich das auch mal hinziehen. Ich gehe mal nach oben diesmal. Oh, das war nicht gut. Hätte ich mich mal nicht umgedreht. So, dann nehmen wir den zuerst. Und dann Feuer auf alle. Und auf den. Und dann Vitran wir mal. Da ist jemand vergiftet. Ich glaube, Edge ist vergiftet. Boah, gut. Einfach mal drauf, bitte. Auch wenn die nicht so viel Schaden machen wie sonst. Müssen wir nicht darauf warten, dass die ganze Zeit weiter angreifen. Wunderbar. Und dann werden wir die gleich mal heilen. Die guten hier. Unsere mittlerweile sehr guten Kämpfer. Finde ich. Finde, die sind ganz gut gewachsen. So, Gegengift. Genau. Und dann benutzen wir auch einfach mal noch ein bisschen eine High Potion. Gehen die nicht so ganz schwach wieder in den Kampf. Ach, da geht's raus. Okay. Dann gehe ich nochmal hier lang. Uiuiui, da sind Kisten. Bestimmt auch wieder Feinde, aber es wird sich wahrscheinlich lohnen. Also wenn wir dafür wieder goldene Apfel oder sowas bekommen, wäre schön. Ich glaube, ich brauche mal ein Protes hier. Stehl mal was. Weißmagie, Protes, bitte mal auf alle.
Blitzra machen wir mal auf alle. Hat er jetzt irgendwas gestohlen gehabt? Nee, ich glaube nicht mehr. Ich hab's nicht gesehen. So, dann singen wir auch noch mal eine Lebenshymne. Gucken, wie ihr so Blitzra findet. Ja, das findet ihr nicht gut, aber hätte besser sein können. Die kloppen aber auch drauf. Mein lieber Schwan. Wir könnten ja mal wieder was beschwören. Wie wär's? Wir können ja mal Ashura beschwören, einfach weil wir... Ach so, das heilt uns oder so. Was ist denn Ashura? Oder Asura, Ashura? Wir haben die ja alle noch gar nicht so wirklich ausprobiert. Das ist ja mal spannend, die zu sehen. Einfach mal aus Spaß. Ja, ja, konter mal. Wenn die jetzt gleich sterben, dann wissen wir es auch nicht. Bete mal wieder. Warum ist die Lebenshymne immer mal wieder aus und dann nicht? Das ist voll komisch. Okay, das Beschwören hat nicht gereicht. Sternenstaub haben wir bekommen. Was ist denn das Schönes? Schon wieder, keine Ahnung, hatten wir sowas schon mal? Sortieren wir mal wieder wichtige Items. Die Bratpfanne. Nee, ich wollte den Sternenstaub eigentlich ganz gerne mal sehen. Was ist denn das? Sternenstaub. Ich gehe mal von unten nach oben. Ich dachte eigentlich, dann sehe ich das. Hier ist es doch. Bewirkt Komet. Ach, cool. Das sollten wir echt mal ausprobieren. Was haben wir hier? Mondschleier aus der Schatzkiste erhalten und Sternenstaub. Ja, cool. Mondschleier. Was ist das jetzt wieder? Notausgang, Antarktis-Rache, das ist schon ein Vampir, Sternstaub. Was ist das mit dem... Ne? Das andere halt. Oh, und dann will ich die auch mal heilen hier. Die sind alle so low. Und zwar alle mache ich mal. Genau. So. Ich weiß nicht, was das andere ist. Aber den Sternstaub sollten wir tatsächlich mal ausprobieren. Da kommt auch schon wieder ein Angriff. Wir können es ja mal machen. Wir werfen das mal. Wir werfen mal so ein... okay, gut. Dann wirft man Schuriken. Wollte ich auch schon mal ausprobieren. Schuriken! Oh, 3300. Deswegen soll man die bei Bosskämpfen werfen, weil die so viel abziehen. Krass. Okay, cool. Dann spare ich die mal lieber. Endlich mal Schuriken geworfen. Stand nämlich immer in den Tipps überall. So bei Bosskämpfen, Schuriken und so. Aber ich habe es nie ausprobiert. Er kann aber ja scheinbar auch nur Waffen werfen. Das ist irgendwie... Weiß ich nicht, wie ich das finde. Das war auch gut. Ja, du kannst auch mal draufhauen. Wenn er nicht sowieso jetzt stirbt. Aber er stirbt doch schon. Okay. Das geht ganz fix hier in der Höhle. Ich werde das jetzt einfach mal auch nicht rausschneiden. Könnte ich natürlich machen, aber ich finde, das geht. Mondfahrt Westen vollständig. Was kriegen wir? 3 Sirenen erhalten. Was sind denn jetzt wieder Sirenen? Ich weiß es immer nicht. Es gibt so viele Sachen hier, wo ich keine Ahnung... Ich glaube, ich kann so viel noch ausprobieren, was ich nicht gemacht habe. Sirenen. Da, Sirene. Provoziert den Angriff nahe Monster. Okay, ich will die aber gar nicht irgendwie provozieren. Provozieren haben wir auch als Fähigkeit. Irgendjemand hat das. Ich glaube sogar Rosa oder so. So, ich singe mal. Das muss ja nicht sein. Und dann machst du mal Protis wieder auf alle, weil die kloppen ja hier ohne Ende. Und dann machst du mal Eisra auf alle. Ja, Protis schützt uns nämlich. Eine Lebenshymne heilt uns gleichzeitig und dann kann man sich auch wieder auf die Angriffe konzentrieren. Finde ich. Magie ist immer gut.
Wir haben aber nur einen Magier und das ist in dem Fall für Schwarzmagie Lydia. Wir könnten die anderen auch stoppen in der Zeit, aber naja. Blitzra. Ich glaube, einer stirbt jetzt schon wieder. Ja, wunderbar. Also er macht irgendwie immer nur die Lebenshunde, solange er da steht und nicht angegriffen wird, glaube ich. So lange funktioniert die. So kommt es mir jedenfalls vor. Wunderbar, und wieder einer tot. Länger geht so eine Lebenshunde nämlich nicht. Also bis angegriffen, was natürlich blöd ist in einem Bosskampf oder irgendwas, wo die wirklich schnell sind. Naja. So kommt es mir vor. Äther bekommen und Rosas Stufe ist angestiegen. Sehr schön. So, wo kommen wir jetzt raus? Ah, ja. Mhm, schön. Was mache ich jetzt? Ich laufe einfach mal nach da. Da geht's nicht weiter, okay. Wir werden uns hier durchschlagen müssen. Da geht's auch nicht lang. Okay. Ah, hier ist wieder ein Eingang. Mondfahrt Osten. Ich laufe einfach mal. Wir hatten jetzt Westen, dann haben wir Osten. Fehlt noch Norden und Süden. Das juckeln wir hier durch. So eine Analyse wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Gebet blieb unerhört. Es ist ja unerhört. Aber auf die geht physischer Schaden sehr gut. Das ist ja nicht das Problem. Kannst du von denen was stehlen? Mach mal Medica bitte. Auf Lydia. Damit die nicht noch weiter Schaden bekommt. Und du greifst an. Und die stecken aber auch was ein. Krass. Ach, schon weg. Okay. Schon erledigt. Ich glaube, wenn wir nicht so viel Schaden machen würden, würde es auch viel länger dauern. Da bin ich froh. Ach so. Wir müssen das Gift wieder aufheben. So. Können wir hier eigentlich, nee, wahrscheinlich nicht. Ein Zelt oder so können wir nicht benutzen. Aber draußen könnten wir das benutzen wieder. Elixier regeneriert alle LP. Alle hinter der Gruppe. Davon haben wir aber auch nur eins. Das will ich eigentlich nicht verbrezeln. Vielleicht mal einfach die kleinen Potions verballern. So. So ist okay. Kann man ja mal machen. Wo geht's lang? Hier auf dem Mond. Ja, ich denke, die kriegen wir hin. Die dauern nicht so lange. Das ist schön, da sind die wieder ein bisschen geheilt. Naja, hau die mal weg hier. Tausend ist jetzt nicht gerade viel, aber mit den Schlägen zusammen ballert das gut. Kannst du die einfach mal anzielen? Vielleicht fehlt gar nicht mehr so viel. Jawohl. Das war jetzt zwar nicht Rose, sondern Edge, glaube ich. Edge-Stufe ist auch angestiegen. Aber egal, wer es war. Hauptsache, man kommt weiter. Wir kommen hier schon wieder raus. Und was war dann da? Da oben? Da waren wir noch nicht. Jetzt bin ich da oben rechts nicht hingegangen. Jetzt gehe ich nochmal zurück, weil ich komme sonst durcheinander mit was ich schon hatte und was nicht. Und vielleicht sind da noch Kisten. Ist zwar blöd jetzt wegen der Angriffe, aber komm, so lange hat das jetzt nicht gedauert. Ach, jetzt ist es schon vollständig. Da ist gar nichts. Drei Sirenen erhalten. Aha. Hier ist nichts. Ja, da hat sich ja nicht gelohnt. Aber da hätte was sein können. Also der Pfad hätte noch ordentlich nach unten weitergehen können. Macht sie fertig, ganz ehrlich. Protest auf alle.
Oh, Feuer heilt die aber. Das muss ich mir... Selbstzerstörung! No! Okay, das war nicht schön. Ja, und da stirbt der Nächste. Habe ich mir fast gedacht. Aber so kann man den Kampf auch gewinnen. Na toll. Wiederbeleben ist richtig blöd. Na gut. Dann beleb mal wieder. Du kannst es dir leisten. Du kannst dir das auch leisten. So. Können wir uns leisten. Jetzt aber Abmarsch raus. Wir warten gar nicht erst lange. Auf irgendwelche Kämpfe. Wir wollen es schaffen. Schaffen wir es ohne Kämpfe? Ah, fast. Dann machen wir Aisra. Besser ist das. Er ist schon mal weg. Bloß nicht heilen. Immer angreifen. Sonst machen die hier einen auf Selbstzerstörung. Das war nicht so lustig. So, der ist auch weg. Fehlt noch der letzte. Mach ihn mal fertig, Edge. Oh, nicht ganz. Ja. Gut, gut. Das war schon die Ostenhöhle. Haben wir das auch geschafft? So, jetzt sind wir hier. Dann laufe ich noch weiter nach unten. Hier ist nichts. Werde ich angegriffen? Irgendwo wird ja wohl was sein. In irgendeiner Höhle. Könnte auch mal Eisgar benutzen statt Eisra vielleicht, aber ich will mal nicht so viel MP verscherbeln. Oh, das war schon mal gut. Fehlt ja nur noch einer. Wieder so ein Selbstzerstörungsvieh. Es trainiert halt ordentlich. Und wir sind gut dabei. Aber wo geht's jetzt hin? Hier vielleicht noch was? Da ist noch was. Da ist der Kristallpalast zum Beispiel. Glaube ich, speichere einmal draußen, weil ich immer nicht weiß, was hier ist. Wir könnten auch ein Zelt mal benutzen, aber eigentlich geht es uns gut. Ach, du musst es einfach mal kommen. Wir übernachten hier mal eine Runde. So, und dann speichere ich auch mal direkt. Weil wir sind hier wieder aufgestiegen, levelmäßig. Gehen wir mal hier hin. Ist hier irgendwas eigentlich noch? Im Kristallpalast? Oh. Das wusste ich gar nicht, dass man das hier kann. Dann hätte ich mir das ja auch sparen können mit dem Zelt. Ja gut, okay. Dann hätte ich mir es echt sparen können. Ich nehme an, da kann man sich die MP wieder auffüllen. Ja. Na gut. MP regeneriert, LP regeneriert, selbst wenn das Zelt nicht alles geheilt hat, jetzt auf jeden Fall. Oh, was kommt auf uns zu? Endlich trefft ihr ein. Wer seid ihr? Mein Name ist Fusoya und es ist meine Aufgabe, über den Schlaf der Lunaria zu wachen. Fusoya, Lunaria. Aha. Lunaria? Ja, das Volk zum Mond. Vor langer Zeit stand die Welt zwischen dem roten Planeten und dem großen Riesen am Abgrund. Die letzten Überlebenden flüchteten mit einem Schiff auf den blauen Planeten. Blauer Planet? Der Planet, den ihr Heimat nennt. Doch euer Planet befand sich noch mitten in der Evolution. Also erschufen die Reisenden einen zweiten Mond und gaben sich dort einem langen Schlaf hin. Und das waren die Lunaria? Ja, aber es gab einen, der lehnte es ab, zu schlafen. Sein Vorschlag war, alles Leben auf dem blauen Planeten auszulöschen und ihn zu unserer Heimat zu machen. Wie furchtbar! Ja, und so benutzte ich meine Kräfte, um ihn ebenso in den Schlaf zu zwingen.
Doch während seines langen Schlafes wurde sein Wille immer stärker und erlangte bald ein eigenes Bewusstsein. Er erreichte diejenigen mit böser Gesinnung auf eurem Planeten und machte sich zu seinen dunklen Untertanen. Machte sie. Und diese ließ er dann die Kristalle sammeln. Dann befehligt er Golbez. Wie heißt der Kerl? Achso, das war Edge. Wie heißt der Kerl? Sein Name ist Zemus. Die Kristalle sind unsere Energiequelle. Er hat sie wohl gesammelt, um den interdimensionalen Aufzug im Turm von Babel zu aktivieren. Damit wäre er in der Lage, den Giganten von Babel auf euren Planeten zu befördern und alles Leben dort zu zerstören. Oh nein. Aber wisset, dass sein Wille nicht der Wille der Lunarier ist. Wir wollten auf den Tag warten, an dem die Evolution auf dem blauen Planeten und seine Bewohner ebenbürtig macht. Uns seine. Wir haben lange Zeit geschlafen und von diesem ersehnten Tag geträumt. Und was ist mit dem Mondwal, der uns hergebracht hat? Mein jüngerer Bruder Kluja hat das Schiff vor langer Zeit gebaut und reiste damit zum blauen Planeten. Er nahm einige unserer Geheimnisse mit und brachte euch die Technologie für den Teufelsweg sowie die Luftschiffe als Geschenk. Kluja war fasziniert von eurem Planeten und wollte mehr über ihn erfahren. Und während er auf dem blauen Planeten war, verliebte er sich in eine Menschenfrau. Sie gebar ihm 2 Kinder. Eines davon warst du. Was? Ich? Dann war die Stimme auf dem Berg der Tortur. Der Geist deines Vaters Kluja. Fürwahr, du siehst meinem Bruder, als er in deinem Alter war, sehr ähnlich. Diese Stimme war mein Vater? Kluja übertrug dir seine Kraft, damit du Zemus Treiben Einhalt gebieten kannst. Zemus muss aufgehalten werden für das Wohl des blauen Planeten und meines Volkes. Wir müssen uns zum Turm von Babel in der Nähe von Eblan begeben. Der Turm von Babel? Aber den umgibt jetzt eine Barriere. Es gibt keinen Weg hinein. Ich sollte ihn betreten können. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Gigant von Babel auf eure Welt losgelassen wird. Ich werde euch begleiten. Der Lunarier Fusoya hat sich angeschlossen. Cool. Ja. Da ist er jetzt wohl bei uns. Da ist er, Fusoya. Ach, mit dem würde ich ja auch gerne noch kämpfen. Aber das werde ich in diesem Part wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Wo geht's denn hier hin? Kristallpalast Obergeschoss 1. Ah ja, okay. Ich würde sagen, wir schauen uns hier einfach mal im nächsten Part von Final Fantasy 4 um. Ist ja spannend geworden. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann.